Ich glaube, da hinten könnte es noch eine normale Landschaft sein. Das heißt normale Landschaft. Diese ganz normale Graslandschaft. Und ich glaube, hier ist das echt schon so ein Sumpf. Sumpf, Sumpf, Sumpf. Ein sumpfiger Sumpf. Nee, irgendwie müsste das schon Sumpf sein. So, und ich hatte mir jetzt echt irgendwie mal gedacht, mal ein bisschen Schweinchen zu finden. Und da müssen wir ja noch in die Höhle zurück. Wenn wir dann auf jeden Fall unser Leben wieder aufgefüllt haben und da gibt es dann auch noch einiges zu tun. Ich glaube, ich weiß gar nicht, hatten wir noch Eisen da drin? Konnten wir noch irgendwie Eisen drin finden? Ich bin mir da gar nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall gab es noch einiges zu entdecken. Ich glaube, da gab es noch diesen anderen Eingang da. Den wollten wir uns auch nochmal genauer angucken. Da hinten ist ein Schweinchen. Haha, wir haben ein Schweinchen gefunden. Wie kommen wir hier am besten runter? Da. Ohne hier wirklich viel Leben zu verlieren. Mein typischer Fallschaden, den ich schon angesprochen hatte. Den wollte ich auch heute mal ein bisschen vermeiden. Aber wir holen uns das Schweinchen holen wir uns auf jeden Fall. Zack. Und da können wir auch gleich in die Höhle gehen zum Ofen. Und dann können wir das Ganze noch ein bisschen kohlen. Ein bisschen braten. Damit wir davon noch ein bisschen länger was von haben, als nur. Eieieiei. Haben wir gerade Fackeln mit? Ja, haben wir. Ich mache es ja ungern, aber trotzdem, ich muss mal hier vorbeigucken. Ich kann hier mal nicht mehr. Ich kann das nicht so stehen lassen, ohne mal so zu gucken. Achso, es geht hier nur einmal rum. Und dann haben wir hier gar nichts mehr. Nee, tatsächlich nicht. So, guck mal, aber das hier unten sieht ja auch nicht schlecht aus. Da haben wir Lava. Eieieiei. Ist eine schwierige Entscheidung. Ich gehe nur schwer oder ungern dran vorbei, aber ganz ehrlich, wenn ich da jetzt reinfall, bin ich, glaube ich, platt. Hier bin ich platt für die nächsten paar Jährchen. Nee, aber da haben wir echt alles verloren. Da haben wir wieder kein Leben und dann stehen wir wieder ohne. Oh, Schweinchen, Schweinchen, Schweinchen. Ich komme. Ich brauche nämlich was zu essen. Meine tägliche Nahrung wartet. Ich brauche allgemein mal so eine richtig gute Quelle. Wird Zeit, dass wir mal irgendwann ein Feld oder so hinkriegen. Denn ganz ehrlich, so ohne was zu speisen, ist es doch echt schon ein bisschen schwierig hier zu überleben, ganz ehrlich. Vor allen Dingen, wenn wir so noch kein perfektes Haus haben. Das müssen wir übrigens auch noch mal gleich, weiß nicht, gleich anfangen. Oder ich gucke erstmal, ob ich gleich irgendwie einfach nur so eine kleine Holzhütte mache, wo ich mein Bettchen reinstelle und wir dann einfach jederzeit mal kurz schlafen gehen können, wenn wir es mal kurz brauchen. Und wir das eigentliche Häuschen erst später machen. Da hinten sieht es auch ganz interessant aus. Wir gucken da nochmal kurz vorbei. Jetzt, wo ich hier gerade so schön stehe. Aber es ist, glaube ich, auch einfach wieder so eine. Ja, einfach so eine große Einkerbung, die verläuft wieder im Endeffekt ins Nichts. Schade eigentlich. Das können mal so schöne Schluchten sein. Oder ich erwarte immer so schöne Schluchten. Ich glaube, das Gefühl, es wird jetzt dunkel. Und wir sollten uns irgendwo verstecken. Ich glaube, wir sollten vielleicht doch nochmal schnellstmöglich jetzt zurück zu unserer Höhle kommen. Um dann da unten ein bisschen weiter durchzugehen. Wir haben ja noch unsere Eisenspitzhacke. Die hält aber auch keine Ewigkeiten mehr. Dann sollten wir uns gleich noch eine Werkbank mitnehmen. Ich glaube, das ist irgendwie dann doch noch um einiges besser. Haben wir eine Werkbank mit? Aber wir können uns auch spontan eine machen eigentlich. Da muss ich nicht unbedingt die Werkbank abreißen, die da draußen noch steht, sondern ich kann auch einfach eine kurz machen. Ja, komm, das machen wir dann auch. Dann machen wir uns kurz unsere eigene Werkbank und kriegen das irgendwie hin. Ich denke, das werden wir schon schaffen. Ich denke, wir werden das schon schaffen. Ich hoffe, wir schaffen es jetzt auch ungeschadet oder nicht irgendwie mit Schaden zurückzukommen. Guck mal, das ist Modderwasser. Das gehört auch schon zum Sumpf, sieht man richtig. Aber mit dem Shader erkennt man das, glaube ich, nicht so. Obwohl ich weiß gar nicht, ob das Wasser mit Shader irgendwie anders aussieht. Ich finde nur interessant, dass das Wasser mit dem Shader so leuchtet. Das frage ich mich schon die ganze Zeit. Aber es leuchtet irgendwie komplett, wenn ich. Da ist ein Enderman. Wenn ich irgendwie mit dem Shader hier durch die Gegend renne, leuchtet dieses Wasser regelrecht. Ich weiß aber nicht warum. Und da ist schon der erste Zombie. Ich hoffe, wir kommen hier noch heil runter. Ich muss mal kurz gucken, wo war das jetzt? Kacke. Da sind so viele Skelette. Ach du Scheiße.
war es denn jetzt? Hier. Ja. Ja. Dann können wir das schnell zumachen, glaube ich, da irgendwie. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Da ist schon eine Spinne. Ich höre auf jeden Fall eine. Aber sie ist nicht hier. Auf jeden Fall doch, sie ist irgendwo hier. Aber wir können uns jetzt problemlos erstmal zubuddeln und hier gucken. Ach du Schande. Da sind ein paar mehr Spinnen. Aber die scheinen erstmal nicht hier hochzukommen. Das finde ich gut. So, wir machen jetzt erstmal das hier so fertig und dann das hier so. Dann braten wir erstmal unser Schweinefleisch. Und in der Zeit... Ja, bleibt das nicht viel als abzuwarten. Wir haben nur einen Pfeil. Mit dem könnten wir es mal versuchen, die Spinne da unten zu treffen. Zack. Und das war's jetzt leider schon. Aber dann sind wir einmal getroffen. Ich muss das irgendwie noch ein bisschen mehr ausleuchten hier. Ich glaube, da unten spawnt noch relativ viel. Dann machen wir gleich, wenn wir hier ein bisschen Schweinefleisch-Intos haben. Und wir können da schon mal anfangen zu hubbeln, zu schnabulieren. Ah, fast voll. Aber es reicht, glaube ich, nicht, um zu generieren, oder? Oder? Es sieht nicht ganz danach aus. Da müssen wir uns noch ein so ein Ding zu sich nehmen. Ich sehe gerade, wir haben doch hier noch eine Werkbank. Wieso habe ich mir eben so Gedanken gemacht wegen der Werkbank? Aber wir haben hier nichts, um irgendwie großartig voranzukommen, habe ich gerade bemerkt. Weil unsere Spitzhacke nämlich bald den Geist aufgibt. Ist das wie so eine Treppe jetzt? Jetzt ist es wie so eine Treppe. Zack, zack. Dann mache ich den hier noch so ein bisschen runter, damit wir da gleich... Wieso ist da jetzt Wasser? Du Schande, wieso ist da jetzt Wasser? Ih. So, Spinni, lass mich mal an dich rankommen. Zack. Ja, komm hoch. Wo ist das Skelett? Da oben. Ob Kollege hier hochkommt? Ob der Kollege Schmalzkopf hier hochkommt? Ja, er kommt hier hoch. Teilweise. Na komm. Komm. Mühe. Dass der mich im Flug schießt er mich ab und trifft mich tatsächlich. Na komm. Komm. Was ist denn jetzt? Ach, Kollege. Komm. Ich glaube, der ist weg. Ach, ich habe so Angst wegen den Spinnen. Nein, keine Angst wegen den Spinnen. Ach, komm. So, wo ist die andere? Wo ist sie? Blödes Mistding. Einmal kommen sie alle. Ich glaube, das ist irgendwo ein Spawner. Ja, da ist aber nur Wasser irgendwie. Wieso spawnen diese Viecher eigentlich so blöde aus dem Wasser heraus? Ich muss mal gucken, ob da wirklich irgendwas ist. Vielleicht habe ich da noch irgendwie Chancen, was Interessanteres zu entdecken. Aber hier ist nichts. Hier ist auch kein Spawner oder so. Aber jetzt habe ich hier so ein bisschen ausgeleuchtet. Ich denke, das sollte erstmal reichen. Na komm. Komm. Dann bleiben mich die nächsten Viecher erstmal erspart. Das mit dem Wasser ist ja auch ganz lustig hier eigentlich. So, dann gucken wir mal hier weiter. Hier ist schon wieder nichts. Hier ist schon wieder Ende der ganzen Geschichte. Dann gucken wir mal, wo das Skelett herkam. Ob es hier irgendwas zu entdecken gibt. Oh, hier ist glaube ich ein klein Tickchen größer. Oh, da freut sich das Herz. Da freut sich das Herz. Da hört das Herz auch schon ein Zombie. Der irgendwo hier rumschleicht. So, und damit sind wir einmal rum. Das geht hier noch einmal so. Zack. Ah, da hinten. Vielleicht haben wir nur noch ein bisschen Glück, um das finden. Da ist er ja schon. Na, auf dich habe ich ja gewartet, Kollege. Auf dich habe ich ja nun gewartet. Kannst du noch ein bisschen deine Level zurückgeben? Wir haben gleich keine... Da geht's abwärts. Wir haben jetzt keine Dings mehr. Doch, wir haben noch Kohle und Stickies. 16 Fackeln.
Der Rest ist im Ofen. Im Ofen, im Ofen. Schande, hier geht es abwärts, abwärts, abwärts. Wasser. Wasser ist einerseits immer ganz gut, aber andererseits auch immer so eine Sache. Ist immer so, so mittelmäßig. Kann ich so noch irgendwas spawnen? Da ist noch ein Höhleneingang. Alter, was ist denn los hier? Ach, da kommt das Wasser. Plätscher, Plätscher, Feder. Da, 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 da. Wie hieß es noch? Wie hieß das noch? Wie hieß das noch? Hier. Ah, ich komme gerade auf den Namen nicht. Wie hieß denn diese Sendung, die ich auch. Was heißt früher, die ich. Ja, es ist ja schon ein bisschen länger her. Die ich immer geguckt habe. Ach, ich komme gerade auf den Namen nicht. Aber was im Intro auf jeden Fall, dieses Plätscher, Plätscher, Feder, Wasser mag doch jeder oder irgendwie so. Ich bin mir jetzt gerade echt unschlüssig. Eigentlich auch ein bisschen zu verurteilen, dass ich den Namen nicht mehr weiß. Aber ich glaube, vielleicht weiß das einer von euch. Vielleicht kommt ihr nochmal auf den Namen der Kinderserie. Alter, wie weit geht das hier noch? Hilfe, ich brauche auf jeden Fall noch eine viel, viel, viel bessere Spitzhacke. Und ehrlich gesagt, ich bin jetzt auch ein bisschen sehr mutig, dass ich hier irgendwie reingerannt. Hier war ich nicht. Hier war ich. Da muss ich lang. Zack. Dann hier wieder rum. Mutig, dass ich mit so einer kaputten Spitzhacke hier reingerannt bin. Komm, wir holen schon mal die Kohle. Können wir uns eigentlich gleich weitere Fackeln machen. Alter, ich muss doch von dem Wasser hier raus. Zack. Und dann muss ich auf jeden Fall eine neue Spitzhacke machen. Das heißt, ich müsste unbedingt nach draußen an meine Kiste irgendwie rankommen. Denn ich habe kein Eisen so mitgenommen. Ist mir auch nicht zu riskant. Das war's mit unserer Spitzhacke. Dann machen wir das so. Nee, von da bin ich aber nicht gekommen. Von da bin ich gekommen. Hier so hoch. Zack. Alter, ist das mutig. Dann hier wieder rauf. Ich baue mich ja ungern einfach irgendwo quer rauf, aber ich habe ja jetzt nichts mehr, um mich freizuschaufeln. Ich habe ja keine Spitzhacke mehr oder sowas. Jetzt ist die Frage, war das da lang oder war es da lang? Ich glaube, es war hier lang. Ja, ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich hoffe es einfach mal. Muss ich jetzt da oben lang, da unten lang? Ach, da hier ist nichts. Oder doch hier unten? Nee, nicht hier unten. Hier unten war das mit der Spinne. Das heißt, es muss ja hier oben irgendwo sein. Irgendwas habe ich jetzt total verpasst, ja. Hier oben ist das Wasser. Da muss ich doch hoch. Einfach mal so hochziehen lassen. Zack, 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 zack. Ja, das sollte doch schon ganz richtig sein. Dann hier rauf, dann hier rauf, dann hier rauf, dann hier rauf. Das sollte ganz gut sein. Das sollte hoffentlich richtig sein. Nein, jetzt bin ich hier wieder zurück. Scheiße, was ist denn los heute? Jetzt bin ich hier einmal im Kreis gelaufen. Wo kam ich denn jetzt? Ach, wo kam ich denn jetzt? Oh Leute, oh Leute, oh Leute. Von wo kam ich denn jetzt? Als habe ich mich irgendwie total verfangen. Ne, hier bin ich jetzt eben schon mal lang gerannt. Da bin ich einmal im Kreis gelaufen. Das kann auf jeden Fall nicht richtig sein. Bin ich jetzt hier lang? Hier muss ich doch lang. Da oben waren noch die Spinnen. Ja, so, hier sind wir wieder zurück. So, jetzt habe ich auf jeden Fall. Ja gut, das Kohleproblem hat sich erledigt. Essen haben wir jetzt erstmal noch ein klein wenig genug. Ich brauche jetzt aber auf jeden Fall irgendwie Eisen. Ich brauche eine neue Spitzhacke. Ah, da habe ich noch eine Holzspitzhacke. Hahaha, Glück gehabt, Glück gehabt, Glück gehabt. Komm, dann bahnen wir uns mit der mal eben noch kurz den kleinen Weg hier durch. Zack. Es ist jetzt gerade Tag. Ja, es ist gerade Tag. Es ist gut. Dann kommen wir noch ein bisschen unversehrt hier rum. Ich weiß gar nicht, wie viel Eisen hatte ich da noch gehabt. Es war ja ein kleines bisschen hatte ich ja. Ein kleines bisschen hatte ich ja gefunden.
So mit viel Mühe und so. Zack, 12. Das heißt, Eisenschwert habe ich noch. Es kommt also erstmal auf eine Spitzhacke drauf an. Ich mache mir da einfach mal 2 von. Dann vielleicht noch eine Axt. Eine Axt ist eigentlich nie verkehrt. Und dann vielleicht noch... Na komm, eine Schaufel machen wir uns noch. Und die 2 nehmen wir uns einfach mal mit. Für irgendwas unterwegs. Das machen wir so, zack. Dann können wir, glaube ich, auch problemlos wieder zurück. Wir können uns ein bisschen die Rohstoffe da holen. Eisen, Kohle, alles, was wir brauchen. Vielleicht finden wir ja noch Gold und Diamanten. Aber ich denke, das bleibt erstmal ein Traum. Hier. Dupdi-dupdi-du. Hier geht's wieder hinab in die... In den Arsch der Welt, sozusagen. Ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt gerade drauf komme. Arsch der Welt. Ich glaube, ich mache das hier lieber wieder zu. Da können nämlich keine Monster immer so unverhofft so von hinten sich so rumschleichen.